Vor lauter Schreck. Ich hab vor lauter Schreck den Text vergessen. Wie heißt denn ihr? Mein Name ist Enno, ich komme aus Deutschland, bin 12 Jahre alt. Aus Deutschland? Frankfurt, sorry, Frankfurt. Und wie heißt du? Finn. Hallo Finn, du bist wahrscheinlich der Bruder von Enno, ja. Ne? Zwillingsbruder. Der Zwillingsbruder. Guter Brudi, kommt gleich raufgestürmt. Sehr gut, so macht man das. Cool, dass du gekommen bist zum Drücken, zur seelischen Unterstützung. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. 1A gedrückt. Kannst doch sein Manager werden. Oh. Enno, das ist total okay, dass du ausgesetzt hast. Das kann jedem mal passieren. Ey, hör bloß auf, dich dafür zu entschuldigen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich erzähle dir direkt eine kleine Geschichte aus dem letzten Jahr, die mir passiert ist. Wir haben ein Konzert angefangen und ich renne auf die Bühne, stolper über so ein blödes Bühnenpodest, was da steht, reiß Lukas Keyboard um, fall ins Schlagzeug und reiß dabei noch, kein Quatsch, die Hälfte vom Vorhang runter, der gerade aufgegangen ist. Oh nein! Sowas passiert einfach. Das kann mal passieren. Einmal ist menschlich. Ist menschlich. Völlig okay. Ich habe eine Frage. Ja. Darf ich mich auf so einen Stuhl setzen? Ja, klar, logisch. Du hast die freie Auswahl. Hey, du kannst meinen Stuhl haben. Ach, praktisch, dann kann ich ja sitzen bleiben. Hi, Enno. Schön, dass du da bist. Also, was richtig cool ist, Kompliment. Wer das schafft, hier vor all den Leuten, so einen Moment zu überwinden und wieder reinzufinden in den Song, die Nervosität zu überwinden, auch den Punkt, wo man denkt, so, oh, fuck, ich hab's verkackt, aber wieder reinzufinden, dank Lena. Danke. Und einfach weiterzumachen und das hier zu Ende zu bringen und so, so cool und so anständig, das war einfach klasse. Das hat ganz große Klasse. Vielen Dank. Ja, super gemacht. Also Enno, ich finde auf jeden Fall, du bist ein extrem cooler Typ, wie du hier sitzt. Danke. Und ich finde, der Aussetzer hat dich noch viel sympathischer gemacht. Ja. Das mit Lena, das passt wie die Faust aufs Auge. Ja. Sascha wird auch gut zu dir sein, aber... Ich wollte es gerade... Das ist ja hier... Parteiisch. Ach Mann, also Enno, ich fand's richtig, richtig toll, weil ich habe mich ganz toll in deine Stimme verliebt sofort. Danke. Und was ich total super finde, was ich denke, ist, dass wenn du die Ruhe weg hast und wenn du sozusagen keine so eine große Aufregung hast, dass du dann noch viel krasser bist als das, was du hier gerade zeigen konntest. Und das ist mein Jackpot nämlich. Das wisst ihr jetzt alle noch nicht, aber ich glaube, der Enno, der ist eine richtige Geheimwaffe. Ja, da lauert was. Das kann ich mir auch vorstellen. Dann würde ich sagen, Enno, mach dich auf den Weg zurück auf die Bühne. Und dann kannst du es noch mal kurz durch den Kopf gehen lassen. Bist du auch so aufgeregt wie ich, Sagi? Ja, merkst du doch. Jo. Beide Hände schwitzen. Ew. Jetzt guckt er. Lena. Du entscheiden. Ja. Muss er entscheiden. Enno, lass mich nicht hängen. Lena. Ja!